Nein, ich glaub's nicht. Mit dieser Folge muss ich schon wieder sagen, es wird dunkel. Nicht schon wieder in dieser trostlosen, na, in diesen trostlosen Zeiten. Und irgendwie habe ich gerade ein Standbild. Ich weiß nicht warum. Es ist. Warum habe ich Standbilder, hä? Hallo, Standbild, was ist mit dir? Was willst du? Warum habe ich gerade solche extremen Stand. Warum hatte ich gerade solche extremen Standbilder? Mein Computer ist nicht schlecht, das muss doch mal wenigstens die Beta laden, Alter. Ich verstehe es nicht manchmal. Mein Computer ist der beste von meiner Familie. Trotzdem kann mein Vater, zum Beispiel mein Computer meines Vaters, der, wie ich gemeinerweise zugeben muss, eine alte Kiste ist, hat trotzdem bessere Qualität als das Ding hier? Manchmal verstehe ich die Welt nicht, aber ich glaube, das muss ich auch nicht, oder? Gebt ihr mir recht. Die Welt ist manchmal komisch. Aber ich glaube, das muss ich niemandem sagen. Das stimmt einfach. Das weiß, glaube ich, jeder. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und nicht diesen Regen da draußen. Das ist nämlich sehr furchtbar. Au, jetzt bin ich gegen das Mikrofon geknallt. Warum musst du jetzt schütten? Hä? Warum muss es genau dann schütten, wenn ich aufnehme? Hä? Das ist genauso wie mit den Störungen, die es immer gibt. Warum muss ich immer Störungen bekommen, wenn ich unbedingt keine Störung bekommen will? Diese Aggression, die mich manchmal durchführt. Das ist furchtbar. So. Ab hier geht's dann runter. Warum? Ich mach schon die. Ich reg mich nicht auf. Nein, nein. Warum soll ich mich aufregen? Ist doch nur Wetter, oder? Wow, So, bin wartet mal wieder kurz. da. Und es tut mir leid wegen dieser kleinen Störung. Für mich hat sie, glaube ich, aber länger gedauert als für euch. Deswegen, ich glaube, ich regt ihr euch auch nicht auf. Warum leckt das immer wieder so? Das gibt's doch nicht. Meine Schwester musste mir erstmal mich anbrüllen, weil ich das vergessen habe, das Badfenster zuzumachen. Weil es ja unbedingt jetzt regnen muss. Ihr wisst, wie Geschwister sind, oder? Aber was soll's. Naja. Noch eine Spitzhacke verbraucht, wieder mal. Wir haben doch hier noch eine, was zur? Sind wir halt vielleicht letztes Mal gestorben, haben das nie wieder eingeordnet. Das kann doch nicht sein. Was ist mit dir und mir denn so los? Das gibt's doch nicht. So, wie mache ich denn das? So. 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 Wir haben noch kein Weihnachten. Und trotzdem summe ich hier Weihnachtsmelodien. Es gibt's doch nicht. Ich bin irgendwie der Weihnachtsfan Nummer 1 geworden. Und meine Eltern regt das immer wieder auf. Das ist doch witzig, oder? Warte. Warte, das ist falsch. Das ist richtig, richtig falsch. Schlechte Konstruktion, muss ich sagen, ja. Diese Dinger brauche ich noch. Nämlich, wie war denn das nochmal? 7 war das. Dann mache ich in der Mitte den Weg. Wartet mal. 3. Eigentlich dürfte es doch nur 3 breit sein. Hä? Was habe ich denn hier gemacht, bitteschön? 5 breit? Hä? Eigentlich müsste die Seite komplett verschlossen sein. Was mache ich denn hier für eine Scheiße? Mann! Mache ich denn hier für einen Mist? Die Seite müsste komplett. Warum leckt das? Ach so, kurze Frage. Hattet ihr eigentlich schon mal über 2000 FPS im normalen Menü? Ich bin zwar in der Beta, aber ich hatte bis jetzt immer nur maximal 800, was mich schon richtig gewundert hat. Und plötzlich 2000. Das frage ich mich, warum? Das ist kurios. Kann ich einfach nur sagen, kurios. Sehr kurios. So, genau 4, das reicht doch. Das ist doch perfekt. Perfekto. So, jetzt müsste das wieder hinhauen. Ja, jetzt haut das wieder hin. Das kommt hier, die beiden Dinger hin. Hier kommen dann diese Bauarbeiter, Minenarbeiter. Gehen dann hier runter. Hier sind dann die Dings. Und hier geht dann der Weg für die, ja, für die Loren und sowas runter. So. Das heißt, viel Arbeit haben wir noch. So.
Bauch immer so hoch, wie ich eigentlich gar nicht muss. Trotzdem mache ich es dann. Das nervt. Why I do that? Huh? Naja. Na soll's. Und, hey. Ach, wisst ihr was? Ich habe mal einen Video-Analytics. Mensch, ey. Heute geht's mir echt durch und durch. Heute bleiben mir die Wörter einfach im Mund stecken. Warum? Ich habe mal in den Video-Analytics geguckt und ich hatte wirklich einen kurz mal einen Zuschauer, der hat eine Folge von mir geguckt, der kam aus Japan. Ich weiß zwar nicht welche, aber Japan. Japan ist cool. Also ich mag Japan. Japan ist eines meiner Lieblingsländer, muss ich zugeben. Wen es auch so geht, willkommen im Club. So. Das gibt's doch nicht. Ich bin krank, meine Schwester hat mich angesteckt. Mann, ey. Warum muss meine Schwester das auch immer wieder tun? So, so, erstmal hier Dreck wegbauen. Das darf eigentlich nicht sein in einer Mine. Auf Dreck zu bauen ist das eines der schlimmsten Sachen, die es gibt. Deswegen gab es schon riesige Unglücke. Mhm. Das könnt ihr mir glauben, Kinder. Und oh, geil. Ich komme hier raus. Und meine Schaufel ist kaputt. Mist. So. Dann wieder schön den schönen Stein abreißen hier. Bis in die Höhe und nicht höher diesmal. Ich muss das sowieso irgendwann mal ändern mit ein paar anderen Steinen. Aber vielleicht später erst. Also ich habe keine Lust hier stundenlang nur mit Sachen, die nur für 10 Steine Werkstoffen, die nur für 10 Steine da sind, irgendwas zu bauen, denn naja, ihr wisst, was ich meine. So, und den Dreck hier werden wir auch wegmachen. Wenn ihr wisst. Also ist schlecht mit auf Dreck zu arbeiten. Voll scheiße, ey. Jo. Dom dom. Dom dom. Dam dam. So, was machen wir als nächstes, hä? Baumeister Maximilian ist wieder da. Baumeister Maximus, er ist wieder da. So. Beim Baumeister Maximus ist wieder da. Willkommen im Haus. Und wir kommen. Das darf nicht sein. Nein. 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 So. Au. Das hat sogar... Was soll das? Nur wenn ich eine... Ach, vergiss es. Ich reg mich nicht auf über Technik. Über Technik sich aufzuregen macht sowieso keinen Sinn. Denn Technik ist immer schon irgendwas zum Aufregen. Wie das? Wenn ich eine Fackel weghaue. Was soll das? Ich bin in einer Mine. Hier kann doch nicht viel laden, bitteschön. Entweder mein Computer spinnt jetzt rum oder Minecraft schafft es einfach nicht so wenig Chunks zu laden. Kann beides sein. Auch wenn es sein muss, ist auch beides. Aber jetzt hör auf zu laggen. So. Willst du mich noch weiter ärgern, Computer? Ich höre auf lieber. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich manchmal mit meinem Computer rede und sage, warum machst du das? So verzweifelt bin ich schon mit meinem Computer, es ist furchtbar. Ist eigentlich schon Tag draußen? Jo, es ist schon Tag. Aber, was soll denn das? Na toll. Ich muss erstmal dann... Also ich gehe erst jetzt mal kurz nicht raus, sondern baue hier in unserer Mine weiter. Denn irgendwie habe ich jetzt Lust zu bauen und wenn ich rausgehe, habe ich das Gefühl, das wird noch schlimmer. Und warum? Ich habe 2 Blöcke abgebaut und es leckt wie Teufel. Sorry, dass ihr die nächsten 10 Minuten das noch erleben müsst mit den Dings, aber ich kann es auch nie richtig ändern. Ich habe auch keine Werkstoffe mehr. Das gibt's doch nicht.
Habe ich Holz? Natürlich habe ich kein Holz. Wehe, du spinnst jetzt rum, Computer. Ich habe auch nur... Was? Maximus, beruhige dich. Warum muss das jetzt sein? Ach, komm. Ist das ein Dauerbild oder was? Okay, ich sag euch was. Ich mache jetzt kurz mal eine Pause. Ich hoffe, das nimmt er jetzt noch auf. Ja, ich mache jetzt kurz mal Pause. Und wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Jo, willkommen zurück. Es müsste jetzt theoretisch passiert sein, dass es keine Lags mehr gibt. Zumindest keine starken Lags. Ich habe nochmal Minecraft neu gestartet. Und nochmal das Modgame nochmal neu gestartet. Es heißt bei mir Modgame, auch wenn es Let's Play Minecraft heißt. Aber, ja, ich haue einfach Mods irgendwann da rein, wenn das eben die Vollversion erreicht. Und natürlich habe ich was Schönes entdeckt. Nebenbei. Windows 1.8, klar. Windows. Mein Freund Clemens hat, also Fincraft, also auch Fincraft Play genannt, der hat wirklich noch Windows 2 oder sowas, wie das hieß, keine Ahnung. Und das ist richtig geil. Das habe ich mal mit ihm angeguckt, dass wenn ihr da guckt, das ist so, naja, also ein Creeper. Ein Creeper, den ich... LOL! Es hat gerade so stark geleckt, dass ich... Nein! Och, Mann. Robert, ey, der hat eine Höhle entdeckt. LOL. Natürlich leckt immer in dem Fall, wo ich kämpfe, dann leckt's dann. Ja, es leckt schon wieder. Ich frage mich, warum. Vielleicht werde ich heute auch nochmal 15 Minuten machen, weil ich will euch das jetzt nicht hier antun. Also, das ist doch mittelmäßig gut. Seid ihr auch meiner Meinung, oder? Mittelmäßig gut. So, die Schweine und Schafe lassen wir da hinten mal in Ruhe. Und so. Blöder Creeper. Warum müssen die so einen riesigen Explosionsradius gehen? Ihr seht in Minecraft Adventure, also Let's Adventure, da gibt nie so einen riesigen Explosionsradio, da explodieren die auch nicht so weit. Das ist doch... Das kann ich wieder aufregen. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven, echt. Ich glaube, da ist sogar irgendein... das ist wirklich nichts für schwache Nerven. Also, nee. Da ist bestimmt jedes Horrorspiel besser für seine Nerven als das hier. Und ich habe was vergessen, nämlich meine Pfeile. Also bevor ihr irgendwie die Comments voll spammt. Max, du hast ja was vergessen, du hast deine Pfeile vergessen. Ja, ich weiß. Ich bin nicht komplett dämlich, auch wenn an manche Leute das denken. Und auch manchmal... stelle ich mir auch ein bisschen dämlich an, aber das tut sicher jeder Mensch. Und wer das nicht sagt, das ist nicht wahr, der lügt rum. Meine Pfeile sind jetzt despawned oder was? Toll! Ich war noch nicht mal 5 Meter entfernt und die spawnen die Dinger schon oder was? Blöde Kuh. Muhe nicht rum, was habe ich dir getan? Also dich getötet. Hä? Ist kein Grund zum Muhen. Hier war ich, wie es aussieht schon. Oh ja, hier war ich schon. Mit dem fliegenden Block. Der mit einer Fackel gekennzeichnet ist. Komm, Herr Huhn. Jo. Wir kommen sehr langsam zurecht, aber dafür auch sehr witzig zurecht. Ein paar Löcher, die kann ich stopfen. So, und hier noch einen Block hin und dann haben wir das doch schön. So. Sorry, dass ich jetzt die Pfeile nicht gefunden habe, wer die jetzt gesehen hat und jetzt vor seinem Monitor sitzt und rumschreit. Sorry. Ach, kann ich jetzt auch nie helfen. Wenn ich es nie finde, dann ist es auch, ja, die spawnen bis dahin bestimmt.
Sofern, es tut mir leid. Ja, bitte schlag mich, nee. Tut mir leid. Das habe ich euch angetan. Nicht. Ich habe nun die Fackel. Die Fackel. Voll eine geile Fackel, oder? Ich schieße mit Fackeln rum. Ich habe nur die guten Pfeile liegen lassen. Was kann ich dafür? Das war nicht mit Absicht. Es tut mir ja so leid. So. Und andere Sache. In einer Woche. Wirklich in einer Woche. Ist die Schule schon wieder soweit. Ich freue mich eigentlich gar nicht richtig auf die Schule. Außer auf das, dieses komplexe Lernleistung, glaube ich, hieß sie. Die KL freue ich, komplexe Lernleistung freue ich mich. Glaube ich, heißt sie zumindest. Darauf freue ich mich, weil wir dort nach Wunsch, Belieben irgendwas raussuchen können und da arbeiten können. Also Theo, ich habe mir jetzt ein geiles Thema mit Architektur gesucht. Und ja, ich freue mich tierisch. Ich arbeite natürlich auch mit Clemens zusammen, denn der hat so ein ähnliches Thema. Und wir packen das gleich in... Häng dich bloß auf. Ich liebe dich, Computer. Du bist das Beste. Maximus tickt aus. Wenn das nicht gleich aufhört, dann sorry. Lol, guckt mal. Alter, geiler Bug. Lol. Lol, was war denn das gerade für ein geiler Bug? Die hat sich gar nicht bewegt. Ja, zumindest, ich wollte ja vorhin über das 8.1 Minecraft 1.8 reden. Dort ist mir neben diesen neuen Tempeln, diesen Guardfischen, die mit Laser irgendwie schießen können und Squids gerne abschießen und mich auch gerne abschießen, gibt es ja dort auch geile neue Rüstungshalter. Ich freue mich richtig auf die Windows 1.8. Alter, das gibt's da nicht. Minecraft 1.8, freue ich mich richtig drauf. Hm? Die gab es ja bis jetzt nur in einem Mod, aber auch solche Fahnenhalter, die passen dann richtig zu dieser einen Welt, wo ich dann immer in den Maximus News geredet habe. Dort drinnen. Dass, die passen dann richtig in die Welt rein. So. Auch wenn ich diese Welt irgendwann mal auf ein anderes Spiel übertragen will, ich habe nur keinen Plan wie. Denn, ja... Theoretisch könnte man so eine Art Gitter machen. Vielleicht kennt ihr ja solche guten Programme, womit man über eine Welt oder über eine Sache in so eine Art Gitter legen kann. Und das dann so die Hülle so kopieren kann. Naja. Und wir müssen ja auch noch in diese... Und diese Welt... Soll das ein Scherz sein? Diese Welt müssen wir auch noch viel machen. Die würde ich dann auch gerne machen. Und vielleicht bauen wir ja dann bald da hinten das Ding weiter. Aber ob wir dies schaffen werden, sobald schaffen werden, werden wir in der nächsten Episode sehen. Bis bald.